Und da bin ich wieder. Enigmatica 2, Folge 37, 32, 36? Ich habe keine Ahnung, welche Folge. Moment, ich muss kurz gucken. Okay, wir sind schon bei Folge 42. Ist ja. Ja, okay. Machen wir halt Folge 42. Gut. Freunde, ich habe in der Zwischenzeit etwas gebaut. Nur, also angefangen, nicht fertig, nur angefangen. Seid bereit. Ich habe einen Rundumgang gebaut, der noch nicht ganz fertig ist. Der geht so. Das ist unsere Hauptebene. Der geht so. Guckt. Wir machen mal kurz ein bisschen Tag. So, also. Rundebene ist halt ein riesiger Hallway. Also hier auf der Seite fehlt es noch komplett, also bis auf hier. Und so sieht es dann aus. Und dann regelmäßig Abständen werden hier solche Treppen entstehen, die eigentlich dann irgendwann nur noch zum Schein da sein werden, weil wir überall Teleporter haben werden. So. Also hier IC2 Travel Anchor. Ender.io Travel Anchor. So sieht es halt aus jetzt. Ups, stopp. Wichtig. Oh, Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen müde klinge. Es liegt daran, dass ich gerade ein kleines Fresskrümerchen hinter mir habe. Hier, von hier nach da drüben, da drüben ist die Wand zu, weil ich das mit der Bilderswand gebaut habe, wird ein weiterer Gang stattfinden. Das ist ungefähr die Hälfte von der Breite her, von der Länge her vom Gebäude. Was ist. Seht ihr das da oben? Achso, das sind Grafikfehler. wird dann hier ein weiterer Gang reingehen. Und hier wahrscheinlich der dann in der Mitte nochmal getrennt, sodass wir halt hier vier große Bereiche haben. Oh Gott, Entschuldigung. Oh, ist doch nicht die Hälfte. Entschuldigung, ich habe gelogen. Ja, ist okay, zwei Drittel. Nee, egal. Auf alle Fälle hier ein Gang durch, dann hier in der Mitte noch ein Gang rein und dann. Los geht's. Das wird Unmengen an Stahl fressen, weil das wird alles mit diesem Stahllook sein. Ich habe hier zuerst mit den Powered Lantern probiert von Immersive Engineering. Reicht allerdings, also das sieht dann kacke aus, weil das Kabel immer unten lang läuft, weil die Powered Lantern als dafür gemacht sind, auf so einem Podest zu stehen. Hier unten leider reicht die ganze Beleuchtung trotzdem nicht aus. Ihr seht ja, ich habe hier oben die Glowing Glass drin, hier unten auch, in den Posts. Es reicht trotzdem nicht, deswegen ist hier zwischendurch immer mal wieder, man sieht so ganz leicht, wenn man genau hinguckt, ist hier Painted Glowstone im Boden noch mit verlegt, der halt so die anderen Dark Spots alle mit ausgleicht. So, das Ei liegt immer noch da, ja, ich weiß. Und hier geht es dann weiter. Hier habe ich erstmal soweit nichts gemacht, bis auf das nächste Projekt von mir vorbereitet. Und zwar das automatisierte Schmelzen von Iron, also von den ganzen Pulverized-Zeug. Da werde ich euch wahrscheinlich, wenn ich zwischendurch Zeit habe. Also es ist so geplant, dass wir da einen Export-Boss ran mit einem Level-Emitter. Der Level-Emitter sagt, oh, pass auf, wir haben meinetwegen weniger als 3000 Eisen oder 4000, 5000, 6000, 8000, 7000 Eisen im System. Mach mal was. Dann jeweils pro Ofen drei Sorten, Feierabend. Also vollautomatisiert, so dass wir immer einen gewissen Stock haben. Hier ist auch nichts passiert. Dafür ist hier was passiert. Erstens, ich habe hier eine Trapdoor eingebaut, damit ich von hier auf mein System zugreifen kann. Ich habe noch ein bisschen erweitert. Wir haben jetzt 49 Giga. Nein, stimmt gar nicht. Ich habe gar nicht erweitert. Ich habe nur gebaut. Ich trottel. Moment, ich muss mal kurz. Ich muss hier mal kurz aufschlagen. Wo denn? Ich hatte doch hier noch Platz. Achso, hier, genau. Ich habe nämlich gebaut. Induktion. Drei von den Elite Induction Cells. Und jetzt machen wir wieder zu.
Das war doof. So. Und bums, haben wir 126 Milliarden RF-Speicher. Der immer noch, naja, jetzt pumpt er wieder mit 50 rein, weil die Zellen wahrscheinlich vollgelaufen sind. Ja, auf alle Fälle 30.000 Output, weil beide Miner laufen. Gut, aber das soll uns heute nicht weiter kümmern. Wir machen weiter, sagte er nach 5 Minuten in der Folge. Weil wir machen heute weiter mit Botania. Und zwar wollen wir noch die Mana-Spreader bauen. Mana-Spreader. Die hier. Und dafür brauchten wir davon welche. 1, 2, 3, 4. Und zack, vier Mana-Spreader. Der Mana-Pool. Wollen wir davon auch noch gleich welche bauen? Wartet mal. Mana-Pool. Brauchen wir noch. Ach, verdammt, Axt. Eins, zwei, drei, vier, 12, ne? Diluted Mana Pools. 1, 2, 3. Und dann die hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also wenn ihr sehen wollt, Botania. Botania. Ich habe ein bisschen was an den Paddles vorbereitet. Ich hatte zwischendurch, habe ich ein Video gesehen, habe ich wieder mal ein bisschen YouTube geguckt und habe dann halt ein paar Dinger vorbereitet. Hat nicht lange gedauert. Waren vielleicht 10 Minuten. Und wie ich weiß, wir haben noch Rock Crystals. Jawohlst. Eins. Achso. Zwei. Drei. Gut, dann gehen wir erstmal ein paar Kisten aufmachen. Warte mal, ich muss erstmal kurz ein bisschen ausräumen. Das ist ein anderes Projekt. Ja. Das ist ein anderes Projekt. Das auch, das auch, das auch. Und die Kabel können alle zurück. Die ME-Interfaces auch. Die Conduit-Facades können hier rein. Die Steel Plates auch. Die Steel, die auch. Halt, nein. Ach, warte. Der Vacuum natürlich nicht. Der kommt hier mit rein. So, dann legen wir das mal so ein bisschen. Ach, was will ich denn mit dem Soul Sand? Achso, das brauchte ich gerade für. Ah ja, okay, alles klar, gut. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Die Powered Lantern, die Lanterns können da rein. Dann gucken wir mal in die Questen. Botania, natürlich, Miner Spreader, Claim, Back. So, den da rein. Dann müssen wir uns noch bauen die Ed Botania, die Rod natürlich. Da ist die Rod. Achso, ich muss natürlich erstmal die 1, 2, 3. Und dann bauen wir uns eine Rod. Eine Wand of the Forest. Quest fertig. So, Claim. Was denn noch? Mana Spreader brauchen wir nicht. Runic Altar machen wir dann auch später. Jetzt machen wir erstmal wieder ein paar Kisten auf. Ups, wie gesagt, die Vacuum brauchen wir nicht. Cooking Table. Fission Controller. Paperwall. Aha. Noch eine Unbreakable Wand. Auto Heavy Sieve. Auch nicht schlecht. Eye of Ender. Signalum Conversion Kit. Liquid Fuel Tank, ein Resonant Filter, Hearty Breakfast. Ja. Ist jetzt nichts Schlechtes. Warte mal, das Essen hatte ich den schon. Ja. Also besonders gut ist der hier und die. Der Rest ist, naja gut, der Resonant Filter ist, ja, suboptimal. Achso, Lanterns haben wir auch noch. Warte mal kurz. Die können dann gleich zu ihren Kollegen. Hä? Also, ich wollte es euch schon sagen. Eye of Ender, der Rest ist so. Naja. Der Fission Controller, was kostet der? Was hat der für ein Rezept? Ja, das geht eigentlich noch. Der hat noch ein normales Rezept. Wie gesagt, brauchen wir sowieso. Gut. Warte mal, wo wir gerade das Essen da hatten. Das macht einmal volle Lotte. Das nehmen wir doch.
Dann sagen die hier 17 Fruit. Oh, ich brauche wieder Fruit ein bisschen. Moment. Naja. Naja. Gut. Botania. Mana Shredder. Dann brauchen wir einen Precision Dropper. Präzisionsdropper. Et Actuali. Dropper. Automatic Precision Dropper. Genau, den wollen wir. Dazu brauchen wir einen normalen Dropper. Eine Goldcoin. Wie gesagt, das. Oh, ich habe keine Goldkabel mehr. Shit. Gold. Mist. Ups. Ich wusste erst, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich muss IC2 muss ich auch noch definitiv mit. Das ist, glaube ich, eins tiefer der Metal Former, ne? Und fertig. Wieder hoch. Ach, warte mal, ich bin gerade faul. So. 1, 2, 3, 4. Zack. Automatic Precision Dropper. Dann brauchen wir eine Redstone Dodge. Bauen wir mal eine. Danke. Eine Praja-Plete. Wooden Pressure Plate. Reicht eine? Ja, nee, wir brauchen zwei. Ah, wir brauchen noch zwei Dropper. Ich merke ich gerade. Dudum. Zack. Dann brauchen wir Add AF Receiver. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen nämlich. What the. Achso. Comparator. Redstone Torch. Bauen wir mal gleich ein paar. Dankeschön. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Dann einen Transceiver. Eins, zwei. Sehr schön. Und weil es lustig ist, Cole. Nehmen wir erstmal vier normale Stacks mit. So. Gut. Dann brauchen wir Zeug für die Blume. Und ich muss sagen, die Blumen haben ganz schön abgenommen, muss ich sagen. Hier die Generating Flora. Ne, das ist irgendwie nicht mehr so viel wie früher. Naja. Wir brauchen Braun, Rot und Light Gray. Et Botania. Wir nehmen mal 32 davon, 16 davon und Light Gray und 16 davon. Dann brauchen wir natürlich noch ein paar Seeds. So, dann geht's rüber in den Botania-Bereich. Home Astral. Zack, da sind wir auch schon. Und wir bauen zuerst den, dann den. Wir
Wir machen das mal. Da ist die Produktion. Die ich übrigens in die Mainbase verlegen werde. So, dann. So. Ups. Pickaxe. Dann hier die Treasure Plate. Zack. Zack. Ich brauche jeweils nur einen Transmitter. Kommt so. Oh, ich muss den Receiver nämlich noch programmieren. Funktioniert das? Oh, da muss der muss noch gedreht werden, sehe ich gerade. Crescent Hammer. Nope, so funktioniert das nicht. Komm mal raus da. Ne? Den Receiver, ist das der Link 3? Nee. Da ist der Channel 3 Receiver. Channel 3. Achso, ich sollte das dann auch wegnehmen. Wieso gibt der kein Signal aus? Wieso gibt der kein Signal aus? Kein Signal aus. Muss ich den erst umstellen? Wo ist mein. Habe ich nicht eine Redstone Torch mitgenommen? Warte mal, habe ich hier unten noch Redstone rumliegen? Natürlich nicht. Das hat gerade nicht so gut funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Zack, Dankeschön. Home Astral. Hol der Redstone Torch und toggle, ja. Aber warum kriegt der kein Signal? Ich muss da mal was. Ach, jetzt habe ich natürlich. Ich hätte mal Redstone mitnehmen sollen. Weil, wenn ich den jetzt hier hinlege. Ich muss nochmal kurz rüber. Schon Ewigkeiten her, dass ich das gemacht habe. Also nicht wundern. Dass das ein bisschen Trial and Error ist. Aber das ist halt der Prozess. Der Prozess, ich sag's euch. Nee, es geht auch kein Signal raus. Habe ich da jetzt den falschen hingelegt oder was? Oh, ich habe den falschen hingelegt. Düdüm. Channel minus 1?
What the? Jetzt habe ich hier zwei Transmitter oder was? Oh! Redstone Receiver. Set to Channel 3. So. Das funktioniert. Es ist nur die Frage. Hört er auf zu droppen? Ja, ihr hört auf zu droppen. Sehr gut. Dann war das ein klassischer Fehler von mir. Ja, ich weiß, ich habe da was drin. Dann suchen wir uns jetzt nämlich den Transmitter, den Receiver Level 3. Da ist er, Channel 3. Drehen den noch einmal. So. Dann kommt hier unten der Transmitter Level 3 hin. Ja, okay, das sind zwei, die drauf liegen. Das ist okay. Das ist okay. Damit kann ich durchaus leben. Dann kommt das ganze Gedöns nochmal auf die andere Seite. Ne, wartet mal, den muss ich erst löschen. Sonst hätten wir wieder Level 3 gehabt und das wollen wir nicht. Also hier der Dings 3. So. Dann Urpa. So. Und so. Und dann drehen wir den nochmal. Ach, verdammt. Geht das wieder los? Zack. Hä? Wo ist der jetzt? Da hinten liegt er. Und so. Dann haben wir das auch wieder. Gut. Dann können wir jetzt die Lilies produzieren. Wo habe ich mein Paddle eigentlich stehen? Mein Paddle Apothecary, ich glaube, der steht unten im Keller. Wie viel haben wir jetzt? 22 Minuten? Ja, mit ein bisschen rumgebrabbelt und so. Den haben wir im Bucket dabei. Wir haben kein Bucket dabei. Hier liegt auch kein Bucket drin, ne? Ja, gut, dann müssen wir uns noch mal einen kurzen Bucket holen. Bucket. So. Eins, zwei, drei, vier. Ach ja, immer wieder schön. Kann man das eigentlich irgendwie automatisieren? Halt, erst reinschmeißen. Das war das. Damit ich es nicht beim nächsten Mal wieder vergesse, bleibt der Bucket hier und die Seeds bleiben auch hier. So, dann gehen wir ein bisschen die Mana-Produktion starten. Und zwar kommen jetzt die Mana-Spreader zum Einsatz.
1, 2. Eins, zwei. Ich habe die immer sehr nah am am Mana Pool. Eins, zwei. Zack. Dann kommen die jetzt weg. So. Das sieht doch schick aus. 1, 2, 3, 4. Wo ist meine Rot? Der ist da gebunden, der ist da gebunden, der ist da gebunden, der ist da gebunden. 1, 2, 3, 4. Da, 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 da. Und ups, hier muss ich glaube ich ein bisschen kurz mal mit der Schaufel arbeiten. Ups. Mit meiner trusty Shovel. So, hätten wir das auch. 1, 2, 3, 4. Gebunden. Gebunden, gebunden und gebunden. 1, 2, 3, 4. Jawohl, ja. So, das ist, jetzt müssen wir die natürlich noch binden. Da, nach da. Also diese normalen Mana-Splitter unterstützen bis zu 6. Bis zu 6 Flowers. Das hier sieht mir noch ein bisschen komisch aus, euch auch, ne? Habe ich mir gedacht. 1, 2, 3, 4. Jawohl, ja. Und jetzt? 2 Stack. Und 2 Stacks. Und wir sehen, die Blumen fressen jetzt nach und nach natürlich die Kohle. Ich nehme normale Kohle, werde vielleicht dann noch auf Charcoal umsteigen. Aber da ich noch keine Baumfarm habe, bringt das erstmal nichts. Also, wir haben erstmal unsere, ja, Mana-Produktion angeschmissen für weiteres. Ich werde die vielleicht noch ausbauen. Muss ich mal gucken. Aber das mache ich dann, wenn es soweit ist. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie wir im Endgame Mana produzieren wollen. Ich bin am Überlegen, noch eine Mod mit reinzunehmen. Aber das muss ich erstmal in der Singleplayer-Welt testen, ob das so funktioniert. Weil ich hätte gerne, ja, weiß ich nicht, ich hätte gerne noch eine Variante aus fossilen Brennstoffen Mana zu generieren. Ich weiß nicht, ob euch die Mod was sagt, aber ich werde mal gucken, ob ich sie mit reinnehme. Wie gesagt, erstmal in der Singleplayer-Welt testen. Und dann gucken, ob wir sie auf den Server legen. Und bis dahin, Freunde. Bye, bye. Und tschüss.